Quizfrage. Welches Auto war Ihr Lieblingsauto, zum Beispiel im Autoquartett? Welches Auto wollten Sie immer schon einmal besitzen und immer mal fahren? Welches Auto fasziniert seit über 50 Jahren? Ich würde sagen, der Ford Mustang. Ja, er ist ganz einfach Kult und endlich direkt über den Ford-Händler zu haben. Der neue Ford Mustang, hier als EcoBoost Cabrio mit strammen 310 PS. Interessant dabei, kein einziges Ford-Logo ist auf der wunderschönen Außenhaut zu finden, nur der legendäre Chrom-Mustang. Über den Kofferraum gibt's nicht viel zu sagen, außer dass er neben ordinärem Gepäck auch den fetten Subwoofer der Shaker-Anlage beherbergt. Das Dach öffnet und schließt elektrisch, ganz quick and easy, zum Beispiel während einer Rotphase an der Kreuzung. Völlig undramatisch gestaltet sich auch die Motorenpalette, die hubraumtechnisch die Auswahl zwischen einem gedopten Shetland-Pony und einem Vollblut-Araber zulässt. Wir haben jetzt seit neuestem auch den Ford Mustang bei uns da, also die Ikone, schon lange bekannt. Jetzt erhältliche mit zwei Motorisierungsvarianten, den bekannten V8, also den richtigen waschechten Mustang, und jetzt neuerdings auch den EcoBoost, also den Vierzylinder-Turbo aufgeladen. Ja. Den kennt man aus dem Focus RS und das Ford-Sync-System der zweiten Generation, zum Beispiel aus dem Mondeo. Es verbindet Navi, Radio und Telefonanbindung mit der Heizungs- und Klimaregelung und kann intuitiv per Sprachbefehl oder Fingerdruck bedient werden. Lenkung und Motorsteuerung lassen sich per Knopfdruck Richtung Sport, Komfort oder Rennstrecke tunen, aber besonders sinnvoll sind in einem offenen Sportwagen kühl- und beheizbare Ledersitze, die es übrigens in 5 verschiedenen Varianten gibt. Die Hop- oder Trop-Frage lautet aber, fährt der Mustang so, wie er aussieht? Na sicher fährt er sich so, wie er aussieht. Es ist wirklich ein affengeiles Auto. Es gibt ein klitzekleines Manko und einen Kauftipp von mir gleichzeitig. Kaufen Sie nicht den Vierzylinder. Der Vierzylinder ist zwar mit 310 PS fraglos gut motorisiert, mit 10 Liter ausreichend sparsam, aber wenn ich mir einen Kindheitstraum erfüllen will und in einem nahezu Supersportwagen drinnen sitzen will, dann brauche ich den V8 mit 421 PS. Denn ansonsten klingt der Mustang wie Metallica auf Zimmerlautstärke. Das Fahrwerk verkraftet das übrigens ganz locker, denn die Amis sind jetzt auch aufhängungstechnisch im 21. Jahrhundert angelangt. Sie haben die Starrachse hinten entsorgt und durch eine zeitgenössische Multilink-Aufhängung ersetzt. Und daher kann man mit dem 1,8 Tonnen Schwermetaller seit neuestem auch Kurven fahren. Mit dem Vierzylinder galoppiert der Ford in hurtigen 5,8 Sekunden auf 100, der 8-Ender erledigt das noch eine knappe Sekunde schneller. Muscle Car Feeling in seiner schönsten Form und der Wind weht einem dabei auch noch um die Nase. Hand aufs Herz, günstig ist der Mustang auch. Wer bietet ansonsten einen über 400 PS starken 8-Zylinder um rund 60.000 Euro an? Und Ford legt noch eins drauf. Weil der Mustang kein Grau-Import ist, gibt's die volle Garantieleistung, wie man sie vom Fiesta bis zum Galaxy kennt. Ja, garantietechnisch ist es wie bei allen Ford-Pkw-Modellen beim Mustang auch so, dass wir 5 Jahre auf 100.000 Kilometer Garantie hergeben. Wer mit einem breiten Grinsen aus einem Auto steigen will, der sollte unbedingt eine begleitete Probefahrt bei Ford Aiginger buchen. Ja, das Glück dieser Erde sind vierrädrige Pferde.